Ja, wir melden uns heute mal aus der Nordkurve, direkt aus der Nordkurve, nämlich an dem authentischen Ort, an dem Mike Hammermüller normalerweise am Spieltag steht. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist, denn Mike Hammermüller ist ein ganz besonderer Fan. Er hat nämlich in diesem Jahr zum insgesamt 15. Mal seine Dauerkarte bestellt bei den Eislöwen. Und das kann ja erstmal an sich jeder sagen, aber er hat es uns natürlich auch bewiesen. Er hat nämlich direkt ein Album, wo tatsächlich jede Dauerkarte penibel aufgehoben wurde, und in diesem Jahr ist es sogar so weit gekommen, dass die diesjährige Dauerkarte bisher noch gar keinen Platz in dem Album hat, der Hammer Müller. Genau. Gibt es denn dafür ein neues Album? Auf jeden Fall. Es geht ja auch weiter, solange wir die Eislöwen bestehen. Kaufen Sie Dauerkarten? Würde ich Dauerkarten kaufen. In diesem Jahr, wir haben es schon gehört, haben Sie Ihre Dauerkarte auch wieder verlängert. Verraten Sie uns doch mal, warum haben Sie sich damals vor 15 Jahren entschieden, eine Dauerkarte bei den Dresdner Eislöwen zu kaufen? Na, ich bin durch meinen Kollegen eigentlich dazu gekommen. Er hatte mich im Januar mal mitgenommen zum Spielen. Dort interessiert sich der Ofersport, geh mal mit. Und da war es ja noch in der alten Halle. Und da gefiel mir dann auch die Stimmung und das ganze Live-Erlebnis, alles drum und dran. Und da bin ich, von da an bin ich eigentlich dann zu jedem Spiel gegangen, weil es eigentlich wirklich sehr schön war. Es war zwar damals noch ziemlich kalt in der Halle und alles drum und dran. Da haben wir natürlich jetzt eine bessere Voraussetzung. Aber es war schon sehr schön, man war von der Stimmung in allem drum beeindruckt und natürlich auch von meinen Begriffen ein bisschen besser als Fußball, weil man brauchte keine Angst haben, dass es irgendwie Fanausschreitungen oder sonst was gibt. Und das hat ihn eigentlich dazu bewogen, dass man gesagt hat, man bleibt dann halt dabei. Und dann war es natürlich so, dass man sich dann beim ersten Mal dann irgendwo einen Schal gekauft hatte, aber nach dem zweiten Spiel noch ein Cape dazu und am Ende der Saison dann halt im Trikot, beziehungsweise auch schon gleich mal eins mit ersteigert hat. Wie haben Sie denn die letzten Jahre jetzt erlebt, wenn man so ein treuer Fan ist, der die Auf- und Abs der Eislöwen mitgemacht hat in den letzten Jahren? Vielleicht könnt ihr mal Ihr persönliches Fazit ziehen aus den letzten Jahren. Naja, ich sag mal so, ein paar Jahre war es ja ziemlich unruhig gewesen hier, sag ich mal so. Wo man dann viele mal gar nicht wusste, geht es noch weiter oder irgendwas mit Insolvenz und sonst wie. Wo man dann hier zu den Abschlussfeiern war und keiner wusste und sich untereinander und die Fans unterhalten haben, da sehen wir uns dann im Sommer wieder oder nicht. Das war dann schon ein bisschen ein Problem, sage ich mal so, aber das tat keinen Abbruch. Sobald wie es dann eigentlich wieder hieß, es geht weiter, da war eigentlich dann klar, was passiert. Sie waren auch immer dabei, haben immer die Stange gehalten. Jetzt haben Sie gesagt, im letzten Jahr haben Sie wie viele Spiele verpasst oder haben Sie überhaupt eins verpasst in der letzten Saison? Eigentlich in der letzten Saison habe ich jetzt keins verpasst. Aber insgesamt waren es, glaube ich, mal 3 Spiele. Ja, maximal 5, sage ich mal so. Also letzte Saison war es nur 2 Vorbereitungsspiele, wo ich halt nicht hier war, aber ansonsten. Die waren falsch terminiert, da waren Sie schon im Urlaub, oder? Nee, da war ich bei einer Hochzeit von einer Kollegin. Okay, das ist natürlich absolut ein Grund, um mal genau ein Vorbereitungsspiel zu verpassen, aber ansonsten verpasst Mike Hammermüller eigentlich so gut wie kein Spiel hier in der Energieverbundarena und hat sich eine Dauerkarte gesichert, auch für dieses Jahr wieder. Und, wie wir sehen, er ist natürlich auch perfekt ausgestattet. Auch in diesem Jahr gab es wieder ein Original-Trikot. Genau. Herr Hammermüller, wie viele Trikots haben Sie denn jetzt schon zu Hause? Also insgesamt sind es jetzt von den Eislöwen 32. Und gibt es da irgendein Lieblingstrikot, wo Sie sagen, da hängt Ihr Herz dran oder eine besondere Geschichte, die mit einem Trikot verbunden ist? Naja, sicherlich auch mit dem ersten, weil man das einige Jahre hat und dann auch immer die ganzen Autogramme gesammelt hat da drauf. Aber auch eine Geschichte, sage ich mal so, war vor vielen Jahren mal mit dem Kevin Gardner, wo ich auch ein Originaltrikot gleich am Anfang ersteigert hatte von dem Corinth Cup oder was da damals ja aktuell war. Und da war es dann so, dass zu dem All-Star-Game, was die DEL hier in Dresden veranstaltet hatte, standen wir da drüben auf der anderen Seite und hatten uns hier bei den Nationalspielern und allen drum und dran hier Autogramme geholt. Und auf einmal klopfte mir eine junge Frau auf die Schulter und fragte mich, ob sie sich mit mir fotografieren lassen kann. Und da habe ich sie natürlich ganz skeptisch angeschaut und habe dann meinem Kumpel noch geholt, weil sie nicht ganz so gut Deutsch sprach. Und da stellte sich dann heraus, dass das die Frau vom Kevin Gardner war und sie wollte unbedingt ein Foto mit dem Fan haben, der das Trikot hat. Und das hat sich dann eigentlich so schön eingebürgert, dass man dann bei jedem Event, was hier noch war, beziehungsweise wenn für die Fans was gemacht wurde, wir uns dann halt auch unterhalten haben. Und ich ihm dann auch am Ende der, also wo er dann aufgehört hat hier, ihm ein großes Foto gemacht hatte mit einigen Fotos von hier und so, also einen ganzen Bilderraum voll, worüber er sich natürlich sehr gefreut hat. Welches Trikot tragen Sie denn, wenn Sie so zum ganz normalen Ligaspiel kommen? Gibt es da eins, wo Sie sagen, das ist mein Ligaspieltrikot oder wenn ich zur Vorbereitung gehe, ziehe ich das an? Haben Sie da irgendeine Sortierung? Na, eigentlich habe ich jetzt zuletzt immer das vom Sammy Kartin gehabt, ja. Und das ist auch der Lieblingsspieler der letzten Jahre gewesen? Das war der Lieblingsspieler der letzten Jahre, stimmt.
Gibt es da auch eine persönliche Erinnerung, eine persönliche Geschichte, wie zum Beispiel bei Kevin Gardner? Ja, nicht ganz so, muss ich sagen. Eigentlich nur, dass ich damals das allererste von ihm gekauft hatte, weil er das irgendwie zu klein bestellt hatte. Ist ja doch eine persönliche Geschichte. Ja, kann durchaus sein. Und dann, da wurde mir das dann vom Fanstand mit angeboten halt, ja, ob ich irgendwie, weil der auch schon natürlich weiß, dass ich da immer auf die Trikots so ein bisschen aus bin, und da hat er mir das angeboten. Und als ich das dann übergezogen habe, habe ich natürlich auch gemerkt, dass er sich gar nicht so richtig drinnen bewegen konnte. Und danach hat er ja dann auch ein paar mehr Tore geschossen. Also wir haben jetzt den Grund gefunden, es lag eindeutig am Trikot. Und genau, Gott sei Dank hat Mike Hammermüller das Trikot gekauft. Es hat trotzdem einen guten Stand bei ihm zu Hause gefunden und ist trotzdem wichtig in der Trikotsammlung. Herr Hammermüller, was wünschen Sie sich denn für die Dresdner Eislöwen für die nächsten 15 Jahre? Für die nächsten 15 Jahre? Erstmal, dass es so weitergeht. Und wie das dann in der ganzen Liga und alles so wird, das kann man ja sowieso jetzt nicht vorausschauen. Aber natürlich auf jeden Fall auch mehr Zuschauer, würde ich mal so sagen, weil da waren ja manchmal wirklich zu Oberliga-Zeiten schon sehr viel mehr. Und man hatte ja auch gedacht, dass durch das Winterderby noch mal ein bisschen was zusammenkommt, aber leider noch nicht. Aber es kann ja noch werden. Es geht ja erst wieder neu los. Gehen Sie eigentlich auch noch zu anderen Sportarten oder sagen Sie, Eishockey, das ist das Nonplusultra, was anderes gibt es eigentlich, da ist auch gar keine Zeit mehr für? Na, es kommt drauf an. Also ab und zu gehe ich auch mal zum Handball, hier zum HC Elbflorenz. Oder ansonsten schaue ich mir auch halt mal Fußball an. Aber muss nicht unbedingt sein, wenn ich Sie so richtig verstehe. Das kannst du nicht ganz so sagen, aber Eishockey hat einen Vorrang. Also wenn im Fernsehen oder so auch Eishockey kommt, dann lieber Eishockey als Fußball. Das hören wir natürlich sehr gern. Wir danken Ihnen für die Treue der letzten Jahre. Ich hoffe, ein neues Album gibt es demnächst, dass dann auch die nächsten 15 Dauerkarten Platz finden in diesem wunderschönen Album bei Mike Hammermüller. Er ist zu treffen hier in der Nordkurve, an diesem authentischen Ort, wo er tatsächlich auch immer steht. Deshalb haben wir uns heute auch hier platziert. Wie gesagt, vielen Dank, und ja, alle anderen fleißig Dauerkarten kaufen. Das Angebot ist super, und Mike Hammermüller gibt auch gerne Infos, wenn man Fragen zu Dauerkarten oder zu den Möglichkeiten der Dauerkarte hat. Genau. Vielen Dank und bis bald. Okay. Tschüss.